Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und das ist das ist eine Tagesbotschaft oder Tageskarte. Bitte erste oder die zweite Karte wählen und wir schauen. Wer braucht Zeit, bitte nehmt euch Zeit. Auf die Pause drücken. Die erste Karte ist Page de Kelche. Meine Lieben, das ist ich sag mal so, wunderschöner Tag ist heute. Sonne steht auf, du spürst schon diese Energie, dir geht's gut, du bist gut gelaunt, du gehst durch die Straßen, du lächelst, Leute lächeln dir. Können heute auftreten auch irgendwelche Nachrichten, Telefonate oder SMS mit Smileys, nur mit Smileys, nur etwas Positives. Hier ist nichts Geschäftliches. Hier können sogar jemand auf Dates heute gehen, jemanden kennenlernen. Das ist ziemlich Anfang, ziemlich oberflächlich, ziemlich locker alles und lustig. Nichts Besonderes, meine Lieben, aber so soll ein Tag sein. Wenn jeden Tag wird so wie diese sein, meine Lieben, das wird ein Wunder, weil wir brauchen kein Action. So, kann man sagen noch, dass du mit Kind was zu tun wirst haben, aber nichts Besonderes. Aber das ist das wunderschönes Gefühl, an etwas Schönes zu denken oder mit jemandem Schönem zu tun zu haben. So, meine Lieben, jetzt die zweite Karte. Und die zweite Karte sagt uns, dass jemand heute möchte gerne allein sein. Jemand möchte Weg zu sich selbst finden oder irgendwo etwas zu analysieren. Übrigens, seine Schatten zu erkennen. Jemand geht in Isolation. Ich sehe hier keine Krankheit. Ich sehe hier mehr. Das Mensch ist von der Trubel, von der draußen, von der großen Menschenmenge einfach müde ist, möchte sich gerne zurückziehen und mit seinen Gedanken ein bisschen klar denken oder einfach im Leben eigenen Weg zu finden, wer ich bin, was ich bin, was ich tue hier, wieso bin ich auf die Welt gekommen, wieso bin ich verheiratet oder geschieden, wieso, wieso, wieso. Nach diesem Wieso, wir finden immer Antworten dann, wenn wir alleine sind, im Ruhezustand. Und das ist ein Ruhezustand. Hast du ein Wochenende vor dir, heute ist Freitag und du kannst das locker alles erledigen. Leider, ich habe meine Lieben vergessen, die Orakel mitzunehmen. Sorry, nächste Mal sind die dabei. So, ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag. Ich ziehe für euch, meine Lieben, zusätzlich. Ich habe mich entschieden. Ich ziehe für euch, für alle beide Stapel. Stapel Nummer 1. Und Stapel Nummer 2. Was Romantisches erwartet auf dich? So, hier sollte normalerweise hier sein. Und ja, hier passt. Jemand ist allein gelassen worden, um zu analysieren. Passt, meine Lieben. Hier wird keine romantische. Hier, Mensch. Ist unsicher und hier bereitet sich vor für diese Dates vielleicht oder kann man so sagen, träumt von jemanden, versteht ihr? Jemanden vermisst, vielleicht vermisst dich jemand. Muss ich ein bisschen näher schauen, was ist das denn? Was ist das denn da so klein? Fisch! Haha, das ist Fisch! Mama mia! Schaut mal, meine Lieben. Hier sind Gefühle da. Vielleicht Mensch bereitet sich vor, ganze Woche hat gearbeitet und jetzt kommt zum Wochenende zu dir zu Besuch. Hier ist wirklich Analyse. Mensch wird analysieren, wer hat wen getötet, kann man so sagen, oder? Runde Tisch wie beim Sherlock Holmes. Witzig, oder? Meine Lieben, eine wunderschöne Wochenende. Bleibt gesund.
passt auf euch auf und toi toi toi. Wir sehen uns am Montag oder morgen beim Vier Könige. Tschüss, Papa.